Ja, Kühe und Kanonen. Hey Magnus, kann's losgehen? Klar. Setz dich rein und ich erkläre dir, wie das Ding funktioniert. Okay, Magnus. Die Steuerung ist einfach. Dreh dich und ziel rauf und runter. Drück den Abzug zum Feuern. Ja, Bewegung, Mann! Hank sorgt für die Ziele. Er hat am Strand ein Katapult mit jeder Menge Zeugs aufgestellt. Hey, cool! Sollte recht einfach sein. Das werden wir sehen. Schieß einfach mal auf die alten Schiffe auf dem See. Warum nicht direkt auf ein Scheunentor? Hey, es gibt wohl keinen besseren! Bang, du bist erledigt! Schiffchen versenken auf die moderne Art und Weise. Immer feste Man drauf! Hey Jungs, die Show beginnt! Bist du bereit, Magnus? Hank wird die Ziele vom Strand in Richtung See katapultieren. Feuer! Mo? Ah, hier. Es geht doch nichts über ein schönes, harmloses Hobby. Da kommt was. Sogar meine Großmutter würde das treffen. Das wo, 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 wo. Ich sehe doch gar nichts fliegen. Ah, hier. Oh mein Gott. Er stürmt vor und schießt. Noch was. Oh mein Gott, das. Und. Jawohl. Versuch das. Hey Magnus, Vorsicht mit dem Ding. Jetzt zwei auf einmal. Gut. Alter. Nicht schlecht, Mann. Nicht schlecht. Kopf runter! Hey, das ist einer von meinen Tischen! Hank, spinnst du? Willst du uns umbringen? Ziel nicht auf die Bar, du Spinner! Spanner, der muss stocktaub sein! Hier spricht Frank Spanner! Ich bin nördlich des Sees und komme rein! Feuer auf mein Schleppziel und nicht auf mich! Der andere Verrückte fliegt über den See! Wenn dir der Schuss zu gefährlich erscheint, dann vergiss ihn! Du hast die Wahl, Magnus! Ich warte auf weitere Ziele mit dem Katapult. Hier ist noch eins. Es geht doch nichts über Frühsport. Aber schon. Mir gehen die Ziele aus. Versuch's mal hier mit. Alter. Go, Buddy, go. Oh, gerade noch so erwischt. Haha, Container. Da sind doch wahnsinnig. Wir zerstören Jane's Bar komplett. Jane's Bar hat nach diesem Tag es definitiv keine Einrichtung mehr. Ja! Das ist mal was anderes. Billardtisch ist startbereit. Ja! Alter, ein Billardtisch. Hey, Hank, hast du überhaupt was? Was kommt als nächstes? Hab noch ein paar Tische. Der Kerl ist völlig durchgeknallt. Was absolut. Zum... Das ist Irrsinn. Was für ein Riesenspinner. Hey, Jose, wir haben sie für das Fest gemacht. Da das Fest ausfällt, können wir sie auch versenken. Alter Spanier. Wenn du diese Riesenkuh nicht triffst. Ja, Kühe und Kanonen. Das war leicht. Bom. Piraten sind klein und verdammt schnell. Okay, Talis. Guck nach Süden. Jo. Hey, nicht auf das Schiff. Er wirft mir die Ziele ab. Schade. Los, Talis. Viel Spaß, Magnus. Hey, war ziemlich beeindruckend. Nur mehr davon. Ja, ich glaube, so kleine Ölfässer abfeuern. Der Mann einen Preis. Er macht noch einen Anflug. Bis dahin kannst du dich ja noch mal um die anderen Ziele kümmern. Yahoo! Alter! Oh, pass auf den Frachter auf, Magnus. Das sind gute Kunden von mir. Vergesst den Frachter. Nehmt das hier. Windmühlen raus. Das ist so langweilig.
Kommt noch was, oder? Da ist Kalis mit der zweiten Ladung. Ah ja, jetzt. Erwischt! Go, Buddy, go! Taka, 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 taka. Dauerfeuer, haha. Geht doch nicht. Das war's. Hey, was ist das für ein Schiff? Oh mein Gott. Sichere lieber die Kanone, bevor es noch einen Unfall gibt. Das muss das Protoss-Schiff mit den Wissenschaftlern sein. Hm, was will denn ein Protoss-Schiff voller Weißkittel hier? Die interessieren sich für den See, der gerade ausgetrocknet ist. Die Idioten, das ist doch nur wieder ein Vorwand, um uns auf die Nerven zu gehen. Hank, die Jungs können dich hören. Hier spricht Captain Branagh von der Troja. Wir führen gerade einen Versorgungstransport durch. Setzen Sie Ihr Training fort. Sie scheinen es nötig zu haben. Du hast gehört, was der Onkel gesagt hat, Magnus. Okay, Hank, nächstes Ziel. Wir haben es nötig? Arroganter Bastard, frisch das! Oh nein! Magnus, halt ihn auf! Wir können uns nicht mit Protoss anlegen! Hank, was? Mann, Weasel, hör auf damit! Den Vierer mal in die Seitentasche! Wow, Billardtische! Nicht auf das Schiff schießen! Naja, egal. Hank, bist du endlich fertig? Noch ein Ding! Und diesmal wird's das ist jetzt noch nicht dein Ernst? Ich habe noch gestern Nacht etwas Schrott gesammelt und jetzt habe ich meine eigenen ferngesteuerten Piraten. Alter Spanier. Sag sie mir nicht ins Dach. Hey, hey, entspann dich, Rosé. Ich weiß, was ich tue. Angriff! Alter. Du kannst das auch besser. Das wird ins Auge gehen. Hol sie runter, Magnus. Ich versuch's ja. Und ich hab noch ein Bonusziel für dich, Magnus. Alter, ich teste Dinge nicht. Keine Chance. Ah, jetzt. Okay, Magnus. Sieht so aus, als würde dieses Baby die kleinen Piratenschiffe schnell vom Himmel holen. Nur wenn der richtige Kerl dran sitzt. Ja. Letztes Ziel. Ein schnelles Piratenschiff. Nördlich des Sees. Oh mein Gott. Dieser Irre, das Schiff ist gepanzert. Das kann einiges ab, bevor es sinkt. Oh Mann, verflucht. Hab die Kontrolle verloren. In Deckung. Der hatte noch nie was unter Kontrolle. Wem sagst du? Alter. Erledige es, bevor es uns erledigt. Ja, das macht auch was. Okay, der Testlauf ist abgeschlossen. Wir könnten natürlich auch die ganze Zeit den Sagittarius abfeuern. Gehen wir runter, Jungs. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich brauche ein kaltes Dweezel. So endete der Spaß. Ich hätte mir auch gerne ein Dweezel gegönnt, aber die Pflicht rief. Es wurde Zeit, wieder an die Arbeit zu gehen und die Free Trade Zone zu verlassen. Leider. Die Free Trade Zone ist das beste Teil am ganzen Spiel, ehrlich. Mir blieb nicht einmal genug Zeit, mich zu rasieren, bevor man mich an Bord des Protoss-Schlachtschiffes Karthago rief. Die waren nicht auf einem Vergnügungstrip. Man konnte merken, dass sie sich auf etwas Großes vorbereiteten. Ja, Sarah groß. Nahm Kontakt zu mir auf. Tide, Protoss hat deinen Bericht über das U-Boot bestätigt und dessen Neutralisierung angeordnet. Deine Aufgabe besteht darin, die Karthago zu unterstützen. Captain Mullet hat weitere Instruktionen. Na klasse, jetzt bin ich in der Marine. Tide, wir können dich ja schlecht den Pfadfindern zuteilen. Du stehst diesmal unter Marinekommando. Es scheint, dass du verborgene Talente hast. Sagte ich doch. Tide, du weißt, was ich meine. Jetzt beeile dich. Protoss Ende. Sie beginnt mich zu mögen. Erreichen Zielgebiet. Alle Einheiten auf Gefechtsstation. Ich wiederhole. Mannschaft und Piloten auf Gefechtsstation. Achtung, Tide. Captain Mullet hier. Man hat Sie über Ihre Versetzung informiert, nicht wahr? Ja, ich bin jetzt Marineflieger. Nun ja. Sie werden uns dabei helfen, die Verteidigungsanlagen zu durchbrechen. Sie müssen alle Anlagen mit Ihrer neuen Schiffsfunktion Zielmarkierung kennzeichnen. Wenn wir die Koordinaten haben, schalten wir die Anlagen aus und kümmern uns um das U-Boot. Was ist mit Luftunterstützung? Es ist ein Überraschungsangriff, Tide. Deshalb gehen Sie unauffällig daran. Bleiben Sie unten und unterfliegen Sie das Radar. Sorgen Sie dafür, dass der Gegner Sie erst entdeckt, wenn es zu spät ist. Danke, Captain.
Ja, gut, wir sollen jetzt alle Ziele markieren. Und dabei unterhalb der Radarmarke bleiben. Was am Anfang ja ziemlich leicht anhört. Wir haben die Koordinaten teils. Weiter zum nächsten Ziel. Da müssen insgesamt drei Ziele stehen, genau. Achso, die kann ich nicht markieren, stimmt ja. Ich muss ja nur die orangenen Ziele markieren. Ah, die gelben, hier sind jede Menge Piraten. Guide, setzen Sie Ihre Mission zügig fort, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Wow. Tide, wir orten Feindbewegungen. Man hat sie entdeckt. Kein Problem, Captain. Oh, wir kennen uns bereits. Oh mein Gott. Hey, lass mir die Railgun. Ach, hab mich doch gern. Whoops. Und ab durch die Mitte. Warte nur, bis du markiert bist. Ich habe Raketen nie gemocht. Ja. Jetzt können wir uns quasi frei bewegen, da wir uns sowieso schon gesehen haben. Und das ist mir ehrlich gesagt nur recht, denn so geht es wesentlich schneller. Missionsupdate-Zeit. Die Karthago wurde von Piraten entdeckt. Sie planen sicher bereits einen Angriff. Phase 2 beginnt. Wir gehen rein. Hüten Sie sich vor dem Luftschlag und markieren Sie sofort die restlichen Ziele. Ist erledigt. Karthago, das war die letzte. Hoffe ich. Verstanden, Zeit. Wir brauchen jetzt dringend Ihre Hilfe, um die Angriffe der Piraten abzuwehren. Ich brauche einen Reparaturdock, verdammt. Angeblich kann ich auf der Karthago auch reparieren, was ich da im Hinterkopf habe. Munition. Jetzt auf jeden Fall Munition. Ich suche gerade das Reparaturdock. Munition erhalten. Minigun Muni. Ich sehe hier noch keine Piraten. Wow, okay. Man kann also doch nicht reparieren. Eigentlich schade. Wäre ganz praktisch gewesen jetzt. Tja. Pech. Ja, der nächste Wartungspunkt ist ja nur ein, ganz weit weg.